Ah ja, ein Fries von dir spricht, den hörst du ja auch aus. Wir sind bei einer Erweiterung von HAMAP im Bereich der Profile. Das, was wir kennen, ist, dass wir aus Vermessungspunkten entlang der Achse eine Höhe oder wenn wir ein TGM haben, dass wir Profile erzeugen können. Und in den Eigenschaften der Profile haben wir dann die Einstellungen, wie welcher Block hier verwendet werden soll, welcher Block für diese Elemente der Beschriftung in den Bändern verwendet werden soll, welcher Block da oben verwendet werden soll. Was zuletzt schon erweitert wurde, ist, dass wir auch jetzt nicht nur ein TGM einzeichnen können, sondern beispielsweise auch, dass wir Leitungen einzeichnen können und dann bei den Leitungen auch hier die Höhen an den Leitungspunkten beziehungsweise auch, dass wir die Fälle bei den Leitungen sehen können, etc. Das heißt, das ist das, was wir bisher schon hatten, da ist nichts Neues. Was jetzt allerdings neu ist, aufgrund von Kundenwunsch, ist, dass wir im Lageplan uns Schnittpunkte ausrechnen können und die Schnittpunkte darstellen können im Profil. Einer der Wünsche, der hier gegeben ist, ist beispielsweise, wenn es Grundstücksgrenzen gibt, dass wir sagen, wir wollen die Grundstücksgrenzen einfach markiert haben in unserem Profil, wo sind sie. Und ich sehe mal so jetzt, ich zeichne jetzt mal Grundstücksgrenzen manuell da einfach hinein. Ich sage auf einem Layer Grundstücksgrenzen. Ich mache das jetzt nur ganz rudimentär, es geht ja nur darum, die Funktion zu zeigen. Ich habe hier Grenzen, die von der Achse, die für das Profil verantwortlich sind, geschnitten sind. Wie kann ich da jetzt einstellen, dass ich diese Grenzen oder diese Schnittpunkte mit diesen Elementen jetzt im Lageplan, im Profil dargestellt bekomme? Und dazu gibt es in den Eigenschaften, das heißt, wenn ich vom Profil eine Linie selektiere, bekomme ich die Eigenschaften im HAMAP hier angezeigt. Dann sehen wir, dass es Schnittpunkte aus Lageplan gibt und das erste Wichtige ist mal zu sagen, auf welchen Layern liegen die Elemente, mit denen die Achse verglichen werden soll oder Schnittpunkte gibt und dann mit welchem Block sollen sie im Profil dargestellt werden, wo sollen sie im Profil dargestellt werden. Das heißt, haben wir auf Diagrammbasislinie oder anders und dann können wir noch einen Ergänzungsfaktor in Y-Richtung definieren. Als solches beginnen wir jetzt, ich habe das auf dem Layer GG für Grundstücksgrenzen gezeichnet. Wenn ich mit GG jetzt hier als Leerfilter als Beispiel eintrage, dann haben wir, und das sehen wir jetzt hier, kleine Markierungen. Die Intervalle in X-Richtung können wir mal ein bisschen aufsetzen, dass uns die nicht ganz so großartig stören. X-Intervall 10. Dann sehen wir jetzt einmal unser Symbol. Dieses Symbol wird an allen Positionen angezeigt, wo wir Schnittpunkte haben. Das heißt, mit ähnlich auswählen, sehe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Diese Schnittpunkte gibt es hier. Ist nicht ganz so elegant wie sonst, aber grundsätzlich doch relativ leicht. Wenn sich an der Grundgeometrie etwas aktualisiert, wird das hier nicht überwacht. Sonst müssten wir jede Elementänderung überwachen, ob die in einem Profil Auswirkungen hat. Das tun wir aus Performance-Gründen nicht. Aber einmal ein Update von dem Profil und es wird entsprechend auch die Darstellung hier aktualisiert, sodass wir hier wiederum den Schnittpunkt sehen. Wenn es jetzt darum geht, dass wir sagen, wie soll der Schnittpunkt denn aussehen, was soll das sein? Dann haben wir zum einen einmal die Position. Wo soll dieser Schnittpunkt angezeigt werden? Wir haben hier die Option auf Diagrammbasislinie, das heißt, der liegt einfach auf der Nullachse da. Ich kann sagen, ich möchte ihn über dem Diagramm dargestellt haben. Das heißt, es wird von dem Diagramm, von dem Profil, werden die Maximalabmessungen in Y-Richtung ausgewertet. Das heißt, wir sehen, hier ist maximal Y und an dieser Position wird dann unser Symbol angezeigt. Wir können natürlich dann jetzt sagen, okay, dafür gibt es diesen Ergänzungsfaktor. Es soll um 5 Einheiten hinaufgeschoben werden, um 10 Einheiten hinaufgeschoben werden. Und damit bekommen wir an einer Höhe fest diese Darstellung angezeigt. Gut, das ist eine Möglichkeit, das heißt auf der Basislinie oder über dem Diagramm. Und dazu können wir auch noch Ergänzungs-Y-Wert hinzufügen. Wir können aber auch sagen, ich möchte den auf dem TGM-Profil
Das heißt, wir sehen dann, dass der ganz genau auf der Höhe des DGMs dieses Element angezeigt wird. Und wir können genauso sagen, wenn es eine Leitung gibt auf dem Leitungsprofil, das heißt, dann sehen wir die Positionen hier angezeigt. Diese Möglichkeiten gibt es und natürlich gibt es auch deaktiviert. Wir wollen gar keine Anzeige, weil das ist jetzt genauso gut, wenn ich sage, ich lege da keinen Leerfilter hinein. Ich kann aber aus Performancegründen, sollte es diese Performancegründe geben, in deaktivieren oder aktivieren. Gut, das heißt, dann geht es jetzt oder ging es jetzt um die Position, wo soll das Element eingesetzt werden. Jetzt geht es darum, welcher Blockname soll verwendet werden. Ich habe ein paar Blöcke vordefiniert, das heißt, alle die Blöcke, die in unserem HAMAP-Profile 01 Directory vorhanden sind, die sucht er automatisch da drin und sucht dann, wenn wir den Blocknamen angeben, es kann jeder seinen eigenen Block da hineinstellen. Ich habe jetzt einen normalen Section, das heißt, das ist nur die Markierung. Ein H, wo die Höhe mit angezeigt wird, ein S, wo die Station mit angezeigt wird oder wo zwei Höhen, also wenn wir eine DGM und eine Leitungshöhe haben, wo zwei Höhen angezeigt werden. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie man das umdefiniert. Das heißt, ich sage jetzt einfach, ich habe das DGM-Höhe. Ich mache da jetzt ein Section H draus. Dann sehen wir, dass wir da automatisch die Höhe angezeigt bekommen. Und in dem Fall wird an DGM-Profil die Höhe dann vom DGM-Profil natürlich abgewickelt. Ich kann genauso sagen, ich möchte jetzt die Stationen hier angezeigt haben. Dann bekomme ich im Prinzip genau die Station, wo diese Position stattfindet. Dann haben wir die Möglichkeit, so wie genannt, H1, H2. Das heißt, es werden zwei Differenzen, zwei Höhen angezeigt. Wir sehen eine Höhe 1 und eine Höhe 2. Und in dem Fall geht es darum, dass wir einmal die Höhe DGM und beim zweiten Mal die Höhe von dem darunter, wenn vorhanden, von dem darunterliegenden Leitung haben. Diese Möglichkeit gibt es, dass wir uns das auf die Art und Weise einfach anzeigen lassen, aber es müssen jetzt nicht nur diese Informationen auf der DGM-Linie sein. Ich kann genauso sagen, ich möchte diese Information da unten im Diagramm haben, ich möchte an die in den Bändern haben, ich möchte an die Grundstücksgrenzen Beschriftungen der einzelnen Höhen haben. Und als solches kann ich jetzt sagen, okay, ich muss nicht unbedingt jetzt nur diese stationieren haben. Ich gehe mal so vor. Ich möchte das Zeug auf Diagrammbasislinie und dann möchte ich den gleichen Block verwenden, den ich beispielsweise hier verwende. Und wenn wir uns den Block hier ansehen, welcher Block ist das? Wir können entweder im Eigenschaftenfenster sagen, X-Achse in dem Fall ist es X-Achse anderen KS oder wir haben hier eine größere Liste von Möglichkeiten, was alles hier zu beschriften und da ist. Dann nehme ich einfach das Element, sage, das soll der Block sein, der verwendet wird. Und wir sehen, dass an jeder Position, wo wir vorher die Markierungen hatten, haben wir jetzt die Möglichkeiten, alles zu beschriften, was wir sonst auch in einem Band haben. Das heißt, so wie wir jetzt sehen, dass wir einmal ein DGM haben, einmal eine Leitung haben, dass wir an der Leitung auch eine Steigung haben oder ein Gefälle haben, dann werden all diese Dinge auch hier beschriftet. Das heißt, eigentlich haben wir von der Flexibilität her kaum irgendwelche Begrenzungen. Man darf sich den Block zusammensetzen, plus die Information, wo welche Attribute, also wo eine Höhe eingetragen wird, wo eine Stationierung eingetragen wird, wo ein Gefälle eingetragen wird. All diese Dinge können wir uns hier unten einsetzen. Und das alles richtet sich nun nach den Grenzkanten, die sich ergeben. Machen wir mal ein paar mehr draus, dass wir sehen, dass wir da auch wirklich Informationen ins Profil bekommen. Wenn ich dieses mache, einmal Update vom Diagramm klick und dann sehen wir jetzt im Prinzip hier alle schwarzen Elemente sind mit vollständiger Beschriftung an allen Positionen, wo sich Schnittlinien ergeben. Natürlich ist es auch da wieder so, wie bei allen Objekten oder bei fast allen Objekten, wo es in AutoCAD, wo es HAMAP-Eigenschaften gibt,
wenn ich Einstellungen hier getroffen habe und das soll meine Standardeinstellung ab jetzt sein, habe ich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, mit dem selektierten Element Vorgaben speichern, dann werden diese Einstellungen zur Vorgabe gemacht. Wenn ich das nächste Mal eine Zeichnung erstelle und beim nächsten Mal ein Profil habe und ich möchte beim nächsten Mal auch wiederum, dass die Schnittpunkte mit den Polylinien oder Linien auf dem GGL angezeigt werden, dann haben wir genau da die Möglichkeit, das so einzustellen. Gut, ich hoffe, dass das hilft, dass das verständlich war. Für Rückfragen jederzeit und gerne. Ihr, euer Alfred Besserdeutsch. Ciao, ciao.